Singh. It is always a great pleasure to be here. Es ist immer ein großes Vergnügen, hier zu sein. In fact, I think of Yoga Vidya as my second home. Also eigentlich finde ich Yoga Vidya auch als mein zweites Zuhause. And I love the enthusiasm here, which is because of our great leader Sukhdev. Ich bin begeistert von dem großen Enthusiasmus, den es hier gibt und der durch Sukhdev ausgelöst wird. And everyone in the Yoga Vidya family, it's just every year, I come twice a year now, and I'm just surprised at the love and generosity which the staff of Yoga Vidya have. Thank you. Ich komme zweimal im Jahr hierher und bin jedes Mal wieder davon begeistert, mit welcher Hingabe und mit welcher Freude die Leute hier mitarbeiten. It has been such a happy satsang. Es war so ein fröhlicher Satsang. So I want to tell you some stories about Shiv and Parvati. Und jetzt möchte ich euch einige Geschichten erzählen über Shiva und Parvati. As you all know, Durga is another name for Parvati. Amba is another name for Parvati. Durga und Amba sind beide andere Namen für Parvati. Shiva and Parvati are the cosmic couple. Shiva und Parvati sind das kosmische Paar. They've been married to each other for hundreds and thousands of years. Sie waren hunderttausende Jahre miteinander verheiratet oder sind es schon. And Parvati is always arguing with Shiva. Und Parvati streitet immerzu mit Shiva. And the most interesting part is that he gives her great respect and treats her as an equal. Und das Beste daran ist, dass er sie gleichwertig behandelt und ihr so sehr respektvoll begegnet. When Parvati was a little girl, she saw Shiv meditating. Als Parvati ein kleines Mädchen war, sah sie Shiva meditieren. Now she was the daughter of Himavan, that is the Himalayas. Sie war die Tochter von Himavan, das bedeutet ja vom Himalaya. And she must have been about 5 years old. Und sie muss ungefähr 5 Jahre alt gewesen sein. She made up her mind that she was going to marry him. Dann hat sie sich dazu entschlossen, Shiva zu heiraten. But Shiv was lost in meditation. Aber Shiva war völlig in seiner Meditation verloren. And Parvati day by day grew more beautiful. Und Parvati wurde von Tag zu Tag schöner. And you know, she would keep on looking at him, but he wouldn't look at her. Sie hat ihn immer zu angeschaut, aber er wollte sie einfach nicht ansehen. So her father, Himavan, got really upset. Darüber hat sich ihr Vater Himavan richtig geärgert. He said, I have this beautiful daughter and she's wasting herself on this man who's meditating. Er sagte, ich habe diese wunderschöne Tochter, aber sie verschwendet ihre Zeit damit, diesen Mann anzugucken, der immer zu nur meditiert. So what his wife and he did, they got the god of love, Kamadev. Was sie machten, ist, dass er und seine Frau den Gott der Liebe, Kamadev, anriefen. And asked him to shoot an arrow of flowers at Shiv. Und sie beauftragten ihn, einen Pfeil mit Blumen. Arrow of flowers. Also einen Pfeil mit von Blumen, Pfeil auf Shiva abzuschießen. Now, whenever Kamadev had shot this arrow of flowers from his bow of flowers, everybody fell in love. Und wenn immer so solch ein Pfeil abgeschossen wurde, verliebte sich dieser Mensch dann auch. What happened was that when he shot the arrow, Shiva opened his third eye. Und was passierte? Nachdem dieser Pfeil abgeschossen wurde, hat Shiva sein drittes Auge geöffnet. And that was the end of Kamadev. He was reduced to ashes. Das war das Ende von Kamadev. Er wurde zu Asche. And Parvati was standing with this garland of flowers, thinking that she would put it round Shiva's neck. Und Parvati stand da mit einer Blumengirlande in der Hand und dachte, dass sie es nun Shiva um den Hals gehen könnte. So Parvati made up her mind that she would eat only leaves and nothing else. Also fast wet leaves at that.
also fast Parvati, in den Entschluss, nur Blätter zu essen, nur nasse Blätter. Even then, Shiv didn't open his eyes and look at her. Aber nicht einmal dann hat Shiva die Augen geöffnet, um sie anzusehen. So she said, I will eat dry leaves. Und dann sagte sie, jetzt werde ich nur noch trockene Blätter essen. Nothing happened. She was wasting away. Nichts passierte. Sie wurde immer dünner und dünner. And then she was called Aparna, which means one who does not eat leaves. Und dann wurde sie Aparna genannt. Das ist jemand, der keine Blätter isst. She even stopped drinking water. Sie hat sogar aufgehört, Wasser zu trinken. So at this stage, Himavan decided to take matters into his hands. Zu diesem Zeitpunkt beschloss Shiva, die Angelegenheit in seine Hände zu nehmen. Himavan is the god of the Himalayas. And Shiva listened to him. He said, okay, but I will do one more thing. Und Shiva hat ihm zugehört und gesagt, okay, also aber ich werde noch etwas machen. He dressed himself up, disguised himself as a very handsome man and went to Parvati. Also hat sich verkleidet als ein sehr gut aussehender Mann und ist zu Parvati gegangen. And he told Parvati, why don't you marry me? Und er hat Parvati gesagt, warum heiratest du nicht mich? Why do you want to marry this ascetic smeared with ashes? Warum möchtest du diesen Asketen heiraten, der mit Asche geschmiert ist? He has goblins for friends. Er hat Kobolde als Freunde. He goes to graveyards. Er geht auf Friedhöfe. What kind of a life will you have? He's a yogi. What kind of a life would that be for you? Was für eine Art Leben wirst du haben? Er ist ein Yogi. Was soll das nur werden? So Parvati told him, she said, go away from my sight or I'll curse you. Parvati sagte, geh weg oder ich werde dich verfluchen. I will only marry Shiv. Ich werde nur Shiva heiraten. At this stage, Shiva appeared in his normal form. Dann erschien Shiva in seiner normalen Form. And they got married. Und sie haben geheiratet. And of course, Parvati was also a goddess. Und natürlich war Parvati auch eine Göttin. And she'd been married to Shiva before when she was Sati. Und sie war vorher schon mit Shiva verheiratet, als sie Sati war.